Was geht ab YouTube? Heute will ich euch die besten Vorübungen für den Frontlever zeigen. Denn nächste Woche wird ein Frontlever Tutorial online kommen. Wenn es schon online ist, dann werde ich es hier oben in der Infokarte schon mal verlinken. Und mit diesen Vorübungen können wir definitiv die Kraft und die Körperspannung für den Frontlever aufbauen. Welche Übungen machen wir aber heute? Wir starten als allererstes mit dem Hanging L-Sit Hold. Anschließend gehen wir über zum Tuck Frontlever. Dann machen wir noch High Knee Raises. Gehen weiter über zu den Upside Down Deadlifts und machen dann nochmal den Upside Down Hold. Wir hauen jetzt erstmal das Intro rein und dann geht's los. Lassen wir keine Zeit vergehen. Ich will euch wirklich komplett durch einen Step-by-Step-Guide durchführen, damit wirklich jeder den Frontlever lernen kann. Ganz egal, wie sportlich oder auch nicht ihr seid, jeder kann mit den richtigen Vorübungen den Frontlever lernen. Dementsprechend fangen wir mit der allerersten und im Grunde simpelsten Übung an. Natürlich müssen wir als allererstes den ganz normalen hängen können, denn der Frontlever findet an der Stange statt. Also hierzu solltet ihr in der Lage sein, einfach zumindest schon mal an der Stange zu hängen. Auf was ihr achten müsst, ist, dass ihr hier schon mal wirklich den Rücken kontrahiert. Also ich kann mich zum einen so komplett durchhängen lassen, aber ich will so ein bisschen schon mal auf Spannung sein. Ich ziehe schon mal die Schulterblätter so ein bisschen zusammen, damit ich einfach hier die Spannung habe und mich auf diese Weise schon mal halten kann. Natürlich solltet ihr für den Frontlever auch Klimmzüge können. Wer das noch nicht kann, der schaut sich am besten erstmal mein Klimmzug-Tutorial an. Da zeige ich euch auch Step by Step, wie ihr die Klimmzüge lernen könnt. Die wirkliche erste Übung kommt jetzt, und zwar der Hanging L-Sit. Ihr kennt ja den normalen L-Sit, auch dazu habe ich schon mal ein Tutorial gemacht, zum Beispiel hier an Parallels oder an Parallel Bars. Wir machen jetzt den Hanging L-Sit. Wir hängen also an der Stange und ziehen einfach von hier die Beine hoch in eine L-Position. Diese Hanging L-Hold erfordert schon so ein bisschen Schultermobilität und Schulterbeweglichkeit. Man kennt es auch vom normalen L-Sit, man muss sich so ein bisschen nach hinten lehnen und das fordert eben die hintere Schulter. Und hier ist es ähnlich, wir müssen schon unser Gewicht, wenn wir die Beine nach vorne bringen, unser Gewicht so ein bisschen nach hinten verlagern. Und ich merke auch, wie sich mein Körper dabei bewegt. Wenn es jetzt noch viel zu schwer ist, dann startet erstmal mit leichten Bauchmuskelübungen, denn das ist extrem für den unteren Bauch. Und hier geht es gar nicht um Beweglichkeit. Also ihr müsst nicht denken, eure Beine sind zu lang oder ihr seid zu unbeweglich. Es geht nur um die Bauchmuskulatur. Startet vielleicht zum Beispiel erstmal mit ganz normalen Knee Raises, dass ihr die hier hochzieht für den Bauch. Wenn ihr das drauf habt, dann startet mit Leg Raises, dass ihr hier quasi hoch in den L-Sit geht und langsam wieder runter. Und irgendwann habt ihr dann einfach die Kraft, den L-Sit hier oben zu halten. So ein Richtwert für den Hanging L-Sit sind jetzt ungefähr 15 Sekunden. Das solltet ihr drauf haben. Wir kommen jetzt zur nächsten Übung, die ist auch schon mal schwerer. Ich habe ja gerade schon gezeigt, was letztendlich die Knee Raises sind. Jetzt machen wir wirkliche High Knee Raises. Und zwar so hoch, wie es im Grunde nur geht. Ganz normale Knee Raises werden jetzt von hier einfach so in Richtung Brust. Unsere Hüfte bleibt eigentlich in der neutralen Position. Was wir jetzt machen, ist die Hüfte mit nach oben zu kippen, denn genau das müssen wir ja für den L-Sit lernen. Dementsprechend gehen wir von hier mit unseren Knien schon zwischen unsere Arme, beinahe ans Kinn. Unsere Arme bleiben dabei die ganze Zeit über gestreckt und das ist wirklich wichtig, denn es handelt sich hier um eine isometrische Übung. Das bedeutet, es gibt keinen exzentrischen oder konzentrischen Ablauf in der Übung, dass wir beugen oder strecken, also unsere Muskeln verkürzen oder verlängern, sondern sie sind isometrisch. Die ganze Zeit über befindet sich unsere Muskellänge in der gleichen Länge im Grunde. Auch bei der Übung wird wieder mehr die hintere Schulter beansprucht, weil wir uns quasi ja immer wieder nach hinten legen. Und wenn ihr es ganz am Anfang noch nicht so sauber könnt und dann quasi noch nicht in dieser waagerechten Position seid, denn unser Ziel ist es ja wirklich, von hier unsere Hüfte in eine waagerechte, also parallel zum Boden zu kriegen, also von hier in diese Position. Wenn das noch nicht funktioniert, dann ist es gar kein Problem, dann könnt ihr erstmal versuchen, die Knie so hoch wie möglich zu ziehen. Wenn das die normalen Leg Raises sind und die habt ihr easy, die normalen Knee Raises und das habt ihr easy drauf, dann versucht jetzt mal wenigstens die Knie etwas höher zu bekommen, von hier zum Beispiel schon mal hier hin. Auch das geht schon mal stärker auf den unteren Bauch. Also ihr könnt euch vorstellen, alles, was irgendwie eure Hüfte eindreht, dadurch kontrahiert die untere Bauchmuskulatur. Ein Richtwert für diese Übung sind ungefähr 10 Wiederholungen. Jetzt gehen wir zur nächsten über. Das ist eigentlich schon fast eine, ja, isometrische Übung. Unsere Arme bleiben jetzt auch wieder durchgestreckt und wir bleiben in einer Position, die unseren Körper anspannt. Und zwar schon mal den Tuck Frontlever. Und damit kommen wir dem Frontlever wirklich schon sehr nah. Wir machen im Grunde genau das Gleiche wie auch eben, dass wir wieder die High Knee Raises machen, nur dass wir diesmal oben stehen bleiben. Also in dieser Position. Genau das versuchen wir zu halten. Und vielleicht habt ihr es gerade schon gesehen,
Und zwar muss ich mich dabei wirklich so ein bisschen nach hinten lehnen. Also meine Arme sind nicht gerade unter der Stange, sondern sie sind sogar so ein bisschen hinter der Stange. Das fühlt sich für mich so an, als würde ich mich so ein bisschen von der Stange wegschieben, denn ich muss ja irgendwo mein Gewicht ausgleichen. Und beim Frontlever ist es ja auch so, wenn wir unsere Beine nach vorne bringen wollen, müssen wir den Oberkörper nach hinten bringen. Und um unser Gewicht auszugleichen, müssen wir uns so ein bisschen von der Stange wegschieben. Und genau das ist schon mal die Übung, die ihr euch darüber einprägen könnt. Ich zeige es euch nochmal, wie genau ich das mache. Also ich ziehe hier meine Knie nach oben und befinde mich in der Position. Wichtig ist, dass ihr wirklich die Knie dabei nah an die Brust bringt, denn sonst wird es am Anfang zu schwer. Es gibt ja verschiedene Arten. Es gibt ja noch den Extended-Takt zum Beispiel, den wir zu einem späteren Zeitpunkt lernen. Das bedeutet, dass wir quasi diese Art von Takt-Front-Lever machen, was aber viel schwieriger ist, als wenn wir uns klein machen wie ein Päckchen. Also versucht wirklich in dieser kleinen Position dazustehen, denn je kleiner ihr seid, desto geringer ist ja die Belastung zum Boden. Ganz wichtig, die Arme müssen angespannt sein und kontrahiert den Rücken. Also versucht eine aktive Spannung reinzubringen, indem ihr die Schulterblätter zusammenzieht. Das sollten wir so ungefähr 10 bis 15 Sekunden halten können. Als nächstes kommen wir zu den Upside-Down-Deadlifts. Was sind erstmal Deadlifts? Ihr kennt es ganz typisch, Kreuzheben. Upside-Down, das bedeutet, wir machen es quasi kopfüber. Im Grunde machen wir jetzt mit dieser Stange Kreuzheben. Der Unterschied ist nur, die Stange hängt statisch. Dementsprechend zeige ich euch mal, wie das geht. Wir sind im besten Fall jetzt in der Lage, den Tuck-Front-Lever auszuführen. Das bedeutet, wir machen ihn und strecken unsere Beine durch und von hier gehen wir hoch und wieder runter. Hoch, runter, hoch, runter. Und ihr seht, genauso wie bei Deadlifts geht die Stange beinahe bis zu meinen Füßen. Denn ihr versucht ja auch bei Deadlifts die Full Range of Motion mitzunehmen, so weit wie möglich runter zu gehen. Der Rücken ist gerade. Im Grunde ist es wirklich die gleiche Übung. Und das ist jetzt schon mal viel, viel schwieriger und erfordert mehr Spannung. Dementsprechend geht bei diesen Übungen Step by Step vor. Startet mit den simplen, mit den Hängen, mit dem Hanging L-Sit. Geht dann rüber zu dem Tuck-Front-Lever und dann macht erst diese Upside-Down-Deadlifts. Ich zeige es nochmal. Von hier direkt die Beine nach oben strecken. Und von hier langsam runter. Aus der Hüfte raus. Ganz wichtig ist, dass ihr dabei die Hüfte wirklich bewegt. Meine Arme bleiben in der gleichen Position wie bei Deadlifts. Sie bleiben durchgehend gestreckt, nur meine Hüfte verschiebt sich, wird quasi parallel zum Boden und steigt wieder nach oben an. Kommen wir jetzt auch schon zu unserer letzten Vorübung. Und zwar machen wir im Grunde das gleiche wie Deadlifts Upside Down, bloß wir halten es. Also die Hold Position. Und zwar natürlich die schwierige Variante. Ihr müsst euch vorstellen, wenn unsere Hüfte nach oben gestreckt ist, ist es einfacher. Und wenn unsere Hüfte parallel zum Boden ist, ist es schwieriger. Und diese Position versuchen wir jetzt natürlich mit gestreckten Beinen zu halten. Also die einfache Position der Deadlifts Upside Down ist ja diese hier. Und von hier bewegt ihr eure Hüfte runter, bis sie parallel zum Boden steht und versucht genau das hier zu halten. Und auch dabei schiebe ich mich wieder so ein bisschen von der Stange weg, versuche wirklich meine Schulterblätter zu kontrahieren und merke echt stark, dass gerade hier im Latissimusbereich und die hintere Schulter stark beansprucht werden. Also das wird am Anfang definitiv Muskelkater geben, aber das sind solche Progressionsübungen, wo ihr einfach Muskeln und die notwendige Körperspannung aufbauen könnt und vor allem auch die Spannung im Core-Bereich, also in eurem Bauch. Und auf diese Weise werdet ihr definitiv den Front-Leveler Step-by-Step lernen können. Denn diese Hängposition am Anfang kann jeder lernen. Und sobald wir eine Position können, können wir darauf aufbauen. Es gibt immer mehr Progressionsübungen. Wir müssen uns einfach in jedem Training steigern. Und wenn uns das gelingt, dann können wir zu den richtigen Front-Lever-Vorübungen übergehen. Die zeige ich euch im nächsten Video bis hin zum Front-Lever. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen und es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Channel, um vor allem auch das nächste Video nicht zu verpassen. Das kommt nächste Woche Samstag online. Wir sehen uns ansonsten beim nächsten Mal wieder. Hier sind auch schon mal zwei andere Videos verlinkt. Bis zum nächsten Mal und ciao.